Moin Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf unserem Kanal. Ja, wieder mal Red Dead Redemption 2 und zwar dreht es sich heute um 5 Tipps für Anfänger, die das Spiel ja genauso wenig gezockt haben wie ich bis jetzt. Was heißt genauso wenig, aber ich bin einfach noch nicht wirklich weit gekommen und ich habe mir einfach mal ein paar Tipps oder ein paar Tricks jetzt überlegt, die vielleicht ganz hilfreich sein könnten und dann würde ich sagen, fangen wir mit Tipp 1 an. Tipp 1 ist, beim Verbrechen habt immer das Halstuch auf. Das Halstuch ist in dem Fall einfach super, dadurch verringert ihr eure Identität, das heißt die Leute in der Stadt erkennen euch nicht sofort wieder und das Kopfgeld ist geringer. Und gerade jetzt in der Anfangszeit ist das Geld knapp, das heißt, ja, das Kopfgeld tut dann halt schon weh, je mehr das dann wird. Das würde ich so stehen lassen. Als zweiten Tipp, was sich aufs Kopfgeld direkt bezieht, zahlt nicht euer ganzes Kopfgeld direkt. Wenn ihr jetzt ein Kopfgeld habt, zahlt es nicht. Ihr könnt diesen Gesetzesleuten einfach ausweichen und wenn ihr weitere Story-Missionen macht oder irgendwelche oder durch die Story-Missionen Bandenkriege führt oder Bankraubzüge, irgendwie sowas, dann kriegt ihr auch wieder Kopfgeld und dann, ja, hat das alles nichts gebracht. Also, ich würde sagen, wenn es nicht nötig ist und es euch nicht wirklich nervt, dann bezahlt es nicht. Also nicht sofort. Ist so einfach jetzt meine Erfahrung aus den paar Stunden, die ich jetzt schon gespielt habe. Ja, nee, tut mir leid, ich habe gar keine Zeit für dich. Tipp 3. Ich will jetzt nicht speichern. Mann, lass mich in Ruhe. Tipp 3. Nimmt immer genug Proviant. Oh, ja, ich weiß, wie viele Leute, aber ich habe jetzt keine Zeit. Nimmt immer genug Proviant mit auf eine längere Reise. Ich zum Beispiel reite gerade ein bisschen, um die Map zu erkunden, beziehungsweise um bisschen nach Osten zu reisen. Nimmt immer genug Proviant mit. Das ist, jetzt mal das Tier beruhigen. Ja, alles gut. Genau, auch immer euer Pferd beruhigen, wenn da irgendwas mit dem Raubtier oder sowas ist. Genau. Nimmt genug Proviant mit. Proviant ist das A und O in diesem Spiel, um eure Kerne wieder aufzufüllen. Ich würde sagen, mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Also geht immer in den Gemischtwarenladen und oder guckt, ob ihr irgendwie auch so genug Proviant habt und dann ja, habt immer ausreichend dabei. So kann euch eigentlich nichts schief gehen. So, Tipp 4. Persönlich finde ich den Tipp mit am besten, gerade am Anfang und auch generell über die ganze Story. Hört auf die Leute, die ihr an den Straßenrändern trefft oder auch in der Stadt trefft oder sonst was. Klar, ich habe jetzt eben nicht auf die geachtet, weil ich jetzt hier gerade am Schnacken bin und deswegen gerade jetzt nicht die Zeit dazu habe. Aber ich hatte vorhin zum Beispiel eine sehr gute Situation. Und zwar wurde ein ganz normaler Mann in der Wildnis gebissen von einer Schlange. Ich würde mal sagen, ihr könnt mir kurz helfen. Ich rede gleich weiter. Ich mache einen kurzen Cut und dann, ja, bis gleich. Ich habe der Dame kurz geholfen und ich darf wieder zurück nach Valentine reiten. Naja, aber egal, dabei kann ich ja weiterzählen, aber wir bringen die Frau mal eben nach Hause. Wir sind heute mal so. Genau, wo war ich stehen geblieben? Den Leuten zuhören, wie jetzt auch hier. Wenn ich sie jetzt nach Valentine bringe, sie wird sich an mich erinnern und eventuell, kommt sie dann auf mich zu, genau wie der Typ vorhin. Der wurde von einer Schlange gebissen. Ich habe ihm geholfen, habe ihm Arznei gegeben. Dadurch hat er oder ist er wieder gesund geworden. Ein paar Tage später war ich in Valentine, bin ein bisschen rumgeritten und auf einmal hat er mich angesprochen und meint, ja, die kenne ich doch, sie haben mir das Leben gerettet. Suchen Sie sich doch beim Büchsenmacher eine Waffe aus, die Sie wollen und ich bezahle sie. Das heißt, wir haben eine kostenlose Waffe bekommen. Und da habe ich mir hier das Springfield-Gewehr ausgesucht. Ich weiß gar nicht, was das normal kostet, aber ich glaube, das ist nicht so billig. Genau, das habe ich mir dann ausgesucht und kostenlos bekommen. Also, den Leuten zuhören bringt auf jeden Fall immer was. Oh, was ist da jetzt passiert? Keine Ahnung. Genau, und als letzten kurzen Tipp empfehle ich noch, auch ständig den Büchsenmacher einfach mal aufzusuchen.
Gerade wegen des Waffenöls, denn man muss die Waffen halt immer wieder ölen und sauber machen, damit sie voll zu 100% fähig sind. Und ja, deswegen würde ich halt auf jeden Fall immer den Büchsenmacher aufsuchen. Genauso wichtig wie der Gemischtwarenhändler. Ja, das eigentlich zu den 5 Tipps. Ich denke mal, dass viele auch einfach selber schon ein paar Tipps für sich gefunden haben, aber ich wollte jetzt einfach mal so meine 5 Tipps hier raushauen und ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein!